Wenn man sich mit dem Thema Islam beschäftigt, betritt man ein Minenfeld. Von überempfindlich bis überkritisch ist da alles anzutreffen. Kritisch werde auch ich in dieser Videoreihe sein, aber aus der Position eines Naturrechtlers. Wer meine bisherigen Videos kennt, der weiß, dass ich als Naturrechtler wenig bis kein Verständnis für Rechtspositivisten habe. Und Moslems sind nun mal Rechtspositivisten, also Leute, die ihre Handlungen und Vorstellungen an einem Schriftstück ausrichten und sagen, es steht geschrieben und deswegen gilt es. Das, was am Islam inhaltlich zu kritisieren ist, das haben schon deutlich eloquentere Personen erledigt. Trotzdem werde ich auch etwas dazu beitragen und falls die Kritik nicht selbsterklärend ist, werde ich dann auch dazu sagen, warum diese Kritik objektiv und sachlich richtig ist. Im Naturrecht sind alle Menschen rechtlich gleich. Deswegen muss auch das Verhalten jedes Menschen erstmal anhand der gleichen Kriterien beurteilt werden. Und wenn man Ausnahmeregelungen fordert, dann müssen die erstmal begründet werden, und zwar gut. Ich gebe bei meiner Bewertung und Einschätzung des Islam bzw. von Moslems und von dem, was ich da beobachte, davon aus, dass jeder Mensch, der nicht per Definition unmündig ist, das heißt einen IQ von unter 70 hat oder ein Kind ist, dass derjenige ein vernunftbegabter, mündiger Erwachsener ist und der auch nach den Kriterien für vernunftbegabte, mündige Erwachsene beurteilt werden kann. Und ob dieser Mensch nun ein Europäer, Araber, Afrikaner, Chinese oder sonst ein Teil der Menschheit ist, das ist völlig irrelevant. Dass man das nun erst extra erwähnen muss, ist nicht mein Wunsch, sondern fußt auf zahlreichen Beobachtungen der Wirklichkeit. Da ist bei mir der Eindruck entstanden, als würden viele Menschen, besonders solche, die tendenziell dem linken Spektrum zuzuordnen sind, bei Menschen mit brauner oder sehr dunkler Hautfarbe andere, nämlich geringere zivilisatorische Kriterien anlegen als bei Menschen mit heller Hautfarbe. So etwas ließe sich zwar begründen, denn die Umstände, unter denen man aufwächst, prägen einen, aber es ist der Sache nicht dienlich und außerdem rassistisch. Für eine objektive Beurteilung muss man objektive Kriterien und Maßstäbe heranziehen. Wenn man da beginnt zu relativieren, kommt man zu falschen Ergebnissen. Also nochmal, erwachsen und IQ über 70 bedeutet vernunftbegabt und mündig. Bedeutet, unvernünftige Entscheidungen erfolgen absichtlich. Und wenn diese Entscheidungen dann schädlich für andere sind, dann ist das auch vorwerfbar. Das Thema ist derart groß und außerdem mit anderen Problematiken verflochten, dass in dieser Videoreihe nicht nur die reine Lehre selbst, sondern zusammenhängende Probleme bearbeitet werden. Konkret der Jusbalch-Effekt, Inzucht und die Auswirkungen, das Thema Identität und schließlich noch die Apologetenproblematik. Denn nur wenn man sich all dieser Problematiken bewusst ist, kann man entsprechend als mündiger, vernunftbegabter Erwachsener gute Entscheidungen treffen. Aber erstmal zum ersten großen Problemfeld, die Definition. Ist es nicht auffallend, dass sich alle wichtigen Stellen mit Händen und Füßen dagegen wehren, genau zu definieren, was ein Moslem ist, was der Islam ist? Sonst sind die Rechtspositivisten und Beamten doch immer zur Stelle und definieren alles bis zur 10. Stelle hinter dem Komma. Der Islam ist eine staatlich anerkannte Religionsgemeinschaft. Also wenn es darum geht, vom Staat Privilegien zu bekommen, da gibt es den Islam. Aber wenn man den Islam kritisiert, da hört man dann sehr oft, dass es den Islam ja eigentlich gar nicht gäbe. Ja, was denn nun? Und natürlich gibt es Definitionen im Duden oder in Wikipedia, aber die sagen allesamt nichts über den Inhalt aus, sondern orientieren sich am Erscheinungsbild nach außen. Wikipedia schreibt etwa, der Islam ist eine monotheistische Religion, die im frühen 7. Jahrhundert nach Christus in Arabien
durch den Propheten Mohammed gestiftet wurde. Mit 1,6 Milliarden Anhängern ist sie nach dem Christentum ca. 2,2 Milliarden Anhänger heute die zweitgrößte Weltreligion. Der Duden beschreibt den Islam so: Der Islam ist die auf die im Koran niedergelegte Verkündigung des arabischen Propheten Mohammed, zurückgehende Religion. TheFreeDictionary.com schreibt: Die Weltreligion, die durch den Propheten Mohammed begründet worden ist und deren heilige Schrift der Koran ist. Diese Definitionen sind gut gemeint, aber wertlos. Warum? Es ist ja schon vorgekommen, dass in Österreich ein Unternehmer wegen Diskriminierung verurteilt wurde, weil er eine kopftuchtragende Bewerberin eben wegen des Kopftuchs nicht genommen hat. Er hätte die Frau wegen der Religion diskriminiert. Die Problematik, die ich darin sehe, ist die: Woher können wir mit Sicherheit wissen, ob es sich bei dieser Frau tatsächlich um eine Muslima gehandelt hat? Nur weil sie es behauptet hat? Wie genau unterscheidet sich eine echte Muslima von einer kopftuchtragenden Querulantin? Soweit ich weiß, gibt es kein Gesetz, das kopftuchtragende Querulantinnen schützen würde. Wie soll ein Unternehmer wissen, ob er sich gerade strafbar macht, wenn er vorher keine Möglichkeit hat zu erkennen, ob er sich rechtswidrig verhält oder nicht? Wenn wir jetzt obige Definitionen aus dem Duden oder den anderen Quellen nehmen, die helfen besagten Unternehmer nicht weiter. Anhand dieser Definitionen ist der Unternehmer nicht in der Lage zu erkennen, ob er es gerade mit einer Vertreterin der Religion Islam zu tun hat oder einer Schauspielerin, einer Hochstaplerin oder gar Trickbetrügerin, die sich nur eine spezielle Schutzvorschrift zunutze machen will. Und der Staat stellt ebenfalls keine Definition zur Verfügung. Und erkennen hätte er das nur können, wenn es eine genaue Definition von Moslem gibt. Und falls es das nicht gibt, in irgendeiner Form von Kennzeichnung. Wo das jetzt hinführt, kann jeder erkennen. Und deswegen mache ich jetzt hier auch gar nicht weiter. Die Problematik, denke ich, ist klar. Es handelt sich um ein rein künstlich erschaffenes Problem, das es im Naturrecht gar nicht erst gäbe. Da sucht sich jeder Unternehmer selber aus, wen er einstellen will oder nicht. Er ist niemandes Sklave und niemand hat ihm vorzuschreiben, wie er mit seinem Körper oder seinem Eigentum umzugehen hat. Seine Firma, seine Entscheidung. Und Muslime sind im Naturrecht keine speziell geschützte Gruppe, sondern gleichberechtigt zu allen anderen Menschen ohne jeden Unterschied. So einfach könnte das alles sein. Und als kleine Anmerkung, sollte jetzt irgendjemand der Meinung sein, zu mutmaßen, eine Frau mit Kopftuch könnte ja auch eine kopftuchtragende Querulantin oder Trickbetrügerin sein statt einer echten Muslima, das sei irgendwie anrüchig oder bedenklich oder gar unzulässig, so jemand hat die Scharia bereits in seinem Geist. Aber um das Thema Scharia geht es in einem anderen Video. Den Islam gibt es ja gar nicht, stimmt also in der Hinsicht, dass der Islam nicht sauber definiert ist, in Bezug auf den Staat und seine Rechtspositivisten. Aber ich bin kein Staat und schon gar kein Rechtspositivist. Und wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann kommt man zu der Erkenntnis, dass es sehr wohl ein recht klares Bild davon gibt, was der Islam ist und was den Islam ausmacht. Und damit auch, was ein Moslem ist und was nicht. Hier jetzt also eine Annäherung, die schon ziemlich präzise ist. Formal oder innerislamisch betrachtet ist ein Moslem jemand, der einen islamischen Vater hat oder jemand, der das islamische Glaubensbekenntnis aufsagt. Die Moslems spalten sich im Wesentlichen auf in Schiiten und Sunniten, der größere Teil, etwa 90% Sunniten. Es geht um Meinungsunterschiede, wer denn der rechtmäßige Nachfolger von Mohammed und damit der Anführer der Moslems sei. Schiiten scheinen mir tendenziell auch etwas koranfixierter zu sein, während Sunniten mehr dem Vorbild des Mohammed folgen. Das heilige Buch des Islam, der Koran, ist, wenn man ihn liest,
in großen Teilen kaum verständlich, beziehungsweise nur mit enorm vielen Hintergrundinformationen nachzuvollziehen. Und er ist hochgradig unvollständig. Allein schon die fünf Säulen des Islam nur über Koranverse mit Inhalt zu füllen, ist kaum möglich. Es existieren aber auch noch Sira, die Lebensgeschichte von Mohammed, und die Hadithe bzw. Tradition, die Aussagen des Mohammed. Sira und Hadithe, also das, was Mohammed getan hat, plus das, was Mohammed gesagt hat, das ergibt zusammen die Sunna, das Leben des Mohammed, deswegen eben Sunniten. Natürlich gibt es immer wieder Muslime, die sagen, dass für sie nur der Koran zählt. Besonders wenn man den Propheten aus den Hadithen zitiert oder Ereignisse aus dem Leben des Mohammed in die Diskussion einbringt. Das kann man als Moslem grundsätzlich machen, aber diesen Einwand gibt es fast nur im Fernsehen. Denn jeder, der sich mit dem Islam auskennt, kann dieses Argument sehr leicht entwerten. So einer weiß nämlich auch, dass im Koran in 91 Versen steht, dass Mohammed der perfekte Moslem ist, dem alle Muslime nacheifern sollen und dass die Muslime bis ins Detail alles so machen sollen wie Mohammed. Also auch vermeintliche Koranpuristen kommen an Mohammed nicht vorbei. Aus Koran, Sira und Hadith zusammen hat man in den letzten 1400 Jahren ein Regelwerk für das ganze Leben gebastelt, das Scharia genannt wird. Und das ist mehr als nur ein Gesetzeswerk, es ist ein Regelwerk, das alle Lebensbereiche umfasst. Und nach 1400 Jahren, da gibt es da auch nicht mehr viele offene Fragen. Die Scharia ist in den meisten Angelegenheiten ziemlich klar. Aber dazu in einem anderen Video. Der Dschihad ist ein Sammelbegriff für alles, das irgendwie mit dem Themenkomplex Bemühen um den Glauben zu tun hat. Das sind Kämpfer, die Kuffar umbringen, genauso wie Hausfrauen, die beten gehen, obwohl sie gerade lieber fernsehen würden. Der Islam verlangt die Weltherrschaft und das Bekämpfen der Kuffar, bis alle tot oder konvertiert sind. Wenn man das weiß, hat man nun schon eine recht klare Vorstellung davon, was der Islam ist, beziehungsweise was ein Moslem ist. Über Detailfragen wird auch innerhalb des islamischen Glaubens noch diskutiert. Aber die großen, zentralen Dinge sind klar. Weiter geht es dann im zweiten Video mit dem Yusbalsch-Problem. Danke.